Sommer ist gemacht für mediterrane Genüsse. Das Rezept von heute sind gefüllte Rotzungenfilet mit Auberginengemüse. Ein leichtes Fischgericht mit einem Hauch Provence. Ein herzliches Hallo und grüezi miteinander. Für die feinen Gemüsewürfel die Auberginen zuerst längs in Scheiben, dann in Streifen und anschliessend in Würfel schneiden. Ein Knoblauchzehe wird fein geschnitten. 2 Esslöffel Olivenöl in einer beschichteten Brotpfanne erwärmen. Die Auberginen und den Knoblauch beigeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Das Gemüse für ca. 8 Minuten andämpfen. Dabei die Auberginen ab und zu kehren. In der Zwischenzeit 4 Sardellenfilet trocken tupfen. Dann fein schneiden und bis zur Weiterverwendung auf die Seite stellen. Für die Fischröllchen 6 rote Zungenfilet mit der silbrig schimmernden Seite nach oben auf die Arbeitsfläche legen. Sie salzen und sie dann längs halbieren. Fischstreifen werden jetzt mit einer Tomaten-Olivenpaste bestrichen. Die bestrichenen Fischfilet dann aufrollen. Ein Dampfkörbchen mit wenig Öl bestreichen. Das Dampfkörbchen jetzt in eine weite Pfanne stellen und Wasser bis knapp darunter dazugießen. Fischröllchen jetzt portionenweise ins Körbchen legen. Wasser aufkochen, dann die Hitze reduzieren und Fisch zudeckt bei mittlerer Hitze garen. Beim Gemüse jetzt noch 1 Deziliter Wasser dazugießen und aufkochen. Die Sardellen drunter mischen und alles für ca. 2 Minuten fertig köcheln. Fischröllchen sind noch ca. 5 ganz dicke Exemplare, allenfalls erst nach 7 Minuten garen. Sie jetzt rausnehmen und nachher zudeckt warm stellen und in der gleichen Pfanne gerade die zweite Portion zubereiten. Zum Schluss jetzt noch den Majoran fein schneiden und unter das Gemüse mischen. Die Fischröllchen zusammen mit den Auberginenwürfeln anrichten. Gefüllt mit einer sämigen Tomaten-Olivenpaste, serviert mit aromatischem Auberginengemüse, sorgen die Fischröllchen für eine leichte und genussvolle Mahlzeit. Das war es. Merci fürs Reinklicken und hoffentlich bis nächste Woche wieder. Ade miteinander.